Hallo, ich bin Marlene und ich bin als Bloggerin ganz viel in den Bergen unterwegs, sowohl im Winter als auch im Sommer. Und heute geht es um das Thema Winter. Und dazu habe ich heute den Axel und die Anna von der Bergwacht Bayern mit dabei. Und wir unterhalten uns heute über das Thema Notfall am Berg. Axel, ein sicherer Ausflug in die verschneite Bergwelt beginnt ja schon mit der richtigen Vorbereitung. Worauf kommt es da an? Drei Dinge würde ich sagen. Einmal ein Bewusstsein dafür haben, dass es Winter ist, dass es kalt ist, dass die Bedingungen anders sind als im Sommer. Zum anderen eine vernünftige Planung, die einbezieht, dass es früher dunkel wird, dass man Wege gegebenenfalls nicht findet. Und eine Vorbereitung im Sinne vom richtigen Material dabei haben, vor allem zum Wärmeerhalt. So, ich bin jetzt nochmal ins Gelände rausgegangen, bin bereit für die Winterwanderung, habe auch meinen Rucksack gepackt. Aber ob da wirklich alles drin ist, das werde ich jetzt mit der Anna besprechen. Ich zeige dir einfach mal, was ich alles dabei habe. Ja, gerne. Stöcke zum Beispiel. Super, mit Tellern. Schützt den Stock vom Durchrutschen im tiefen Schnee und stopft es. Ganz obendrauf, ganz wichtig, die Snacks für zwischendurch. Das ist auch gut, ohne Mampf kein Kampf. Eine warme Jacke habe ich eingepackt. Na, ich sehe, Daune hält wahnsinnig gut warm. Wäsche zum Wechseln, gerade oben am Gipfel, wenn ich mich umziehen möchte. Das ist auch von Vorteil, wenn man da natürlich warm und trocken ist. Mhm. Dafür passend zum Stichwort wahrscheinlich auch die Handschuhe, die ich noch dabei habe. Ja, auch ganz wichtig, weil durchs Raufgehen schwitzt du in den Händen, die sind dann nass und feucht. Oben hast du trockene und noch wärmere Handschuhe im Abstieg, wo du dann eigentlich nicht so wahnsinnig schwitzt. Richtig gut. Einen warmen Tee, um auch von innen zu wärmen. Und dann das Thema, weshalb du ja auch hier bist, das Thema Sicherheit, Notfallausrüstung. Da habe ich ein Erste-Hilfe-Set und einen Biwaksack eingepackt. Das ist geradezu vorbildlich, vor allen Dingen der Biwaksack, bei nicht so vielen Leuten zu finden. Und wenn man den dann noch mit einer Rettungsdecke kombiniert, die du ziemlich wahrscheinlich in deinem guten Set hast, dann ist es sehr warm. Dabei ist es total egal, von welcher Seite die du verwendest. Wichtig ist, dass die irgendwie am Körper ist. Dann in Verbindung mit dem Biwaksack hält es schön warm. Ja, das Einzige, was ich jetzt vielleicht noch finden könnte, wäre, dass dir die Stirnlampe fehlt. Gerade wenn wir jetzt im Wind unterwegs sind, die Tageszeit der Dunkelheit kommt früher. Und da wäre eine Stirnlampe wichtig im Rucksack. Das muss auch keine große sein, da reicht auch schon eine kleinere, dass die dabei ist, einfach, dass du dann was siehst. Dann, auch ganz wichtig, wenn es glatt wird auf den Wegen durch festgetretenen Schnee oder Eis, wären jetzt hier so Grödeln super. Die ziehst du dann einfach über den Schuh drüber und auf der Rückseite hast du dann diese schönen Zacken und Ketten, die dich vom Rutschen schützen und somit dir helfen, Unfälle zu vermeiden. Guter Hinweis, habe ich beim nächsten Mal auf jeden Fall auch eingepackt. Und ihr habt ja jetzt auch eine gesamte Packliste bekommen, was ihr bei eurer Winterwanderung dabei haben solltet. Und jetzt ist ja auch Skitourengehen so ein Thema diesen Winter. Und da heißt es ja, dass es sicher sei, übers Skigebiet aufzusteigen. Das zählt aber ja nicht, wenn das Skigebiet nicht in Betrieb ist. Was muss man da beachten? Wenn ein Skigebiet geschlossen ist, dann ist es eigentlich freier Naturraum. Dann wird es nicht bewartet, dann ist die Lawinenkommission nicht im Einsatz. Dann gelten alle Naturgefahren, wie sie sonst auch gelten. Sprich, ich muss Angst vor einer Lawine haben. Es gibt genauso die Möglichkeit, dass eine Lawine dann in den Skiraum eindringt, wie sie eben außerhalb dessen passieren kann. Ja? Ist der Skiunfall dann der häufigste Unfall im Winter oder passiert auch sehr viel beim Winterwandern? Was ist da das, weshalb ihr am meisten ausrücken müsst? Es sind natürlich mehr Skifahrer im Normalfall unterwegs als Wanderer und das ist eine statistische Sache, dass dann da einfach auch mehr passiert. Aber genauso gut kann es beim Wandern passieren, dass man ausrutscht, dass man sich den Knöchel bricht oder sich das Knie verdreht etc. Also da ist das Spektrum sehr groß, umfasst Winterwandern, Schneeschuh gehen, Rodeln, Skifahren, Skitouren gehen, alles was man eben im Winter in der Natur machen kann. Vorteil, sofern man das so nennen kann, bei einem Unfall im Skigebiet ist ja, dass man da wahrscheinlich schnell zur Stelle ist. Während wenn das irgendwo im Hinterland passiert, kann ja die Anreise von so einem Rettungsteam auch mal richtig lange dauern. Weil so am Landweg gilt ja normalerweise laut Gesetz, dass die maximale Anfahrtsdauer von 12 Minuten nicht überschritten werden darf. Wie sieht das im Gelände aus? Wie lange braucht ihr da? Das kann sich alles zwischen einer halben Stunde in einem schnellen Fall und mehreren Stunden bewegen. Es kann also ganz schön lange werden. Es kann länger werden, ja.
Und das ist eben auch der wichtige Punkt in der Vorbereitung, dass man daran denkt, es ist nicht sofort der Hubschrauber da im Zweifelsfall. Man muss sich selber warm halten, man muss selber schauen, dass man auf sich aufpasst, solange bis wir eben da sind. Ja. Wichtig ist, wenn ihr mit dem Auto anreist, dass ihr nicht die Rettungswege zuparkt, sondern den PKW wirklich nur auf den ausgewiesenen Parkflächen abstellt. Und da kommt ihr jetzt auch als Bergwacht mit ins Spiel, denn euer Einsatzgebiet ist ja das alpine Gelände. Wie sieht so ein typischer Alltag der Bergwacht aus? Genau, also unser Einsatzgebiet ist alles, was abseits der Straße ist, im weglosen Gelände, in der Bergwelt. Typischer Einsatztag ist schwierig zu sagen, weil jeder Tag ist anders. Wir sind alle als ehrenamtliche Bergwachter unterwegs. Und man kann einen Tag haben mit wunderbarem Wetter und es sind keine Einsätze. Es kann einen anderen Tag geben, wo man sich denkt, oi, heute gehen nicht so viele Leute raus und es kommen 3 Einsätze. Schwer zu sagen, aber das macht es ja gerade aus. Und jetzt hast du gesagt, ihr seid alle ehrenamtlich. Das bedeutet ja, ihr seid nicht angestellt und seid auch keinem Arbeitgeber verpflichtet oder sowas. Kann ich mich trotzdem darauf verlassen, dass wenn jetzt zum Beispiel Heiligabend ist oder ein lang geplanter Theaterbesuch bei einem von euch anstande, dass trotzdem jemand zur Stelle ist, wenn ich am Berg verunglücke? Grundsätzlich ist die Bergwacht Bayern, hat ungefähr 4000 ehrenamtliche Bergretter in den einzelnen Bereitschaften aufgeteilt und eine Mannschaft hat immer Dienst. Du kannst dich also darauf verlassen, an 365 Tagen im Jahr, 24 Stunden am Tag, dass eine Mannschaft im Dienst ist und ihr Mögliches tun wird, um dir zu helfen. Danke, Axel. Jetzt haben wir erfahren, wie so ein Alltag eines Bergwachtmitglieds hier in Bayern aussieht und wie man sich richtig auf eine Tour vorbereitet. Und jetzt gehen wir näher in das Thema rein, wie es denn aussieht, wenn ich tatsächlich in die Situation komme, die 112 wählen zu müssen. Anna, wenn es nun einen Verletzten in der Bergwelt gibt, wie erreiche ich denn die Bergwacht? Wähle ich die 112 oder habt ihr eine Extranummer? Ganz genau, also die 112, das ist mal die Notrufnummer für Feuerwehr und Rettungsdienst. Die Bergwacht untersteht dem Rettungsdienst, von dem her die 112 anrufen, wenn Empfang, ganz wichtig. Wenn kein Empfang, an einen Punkt gehen, wo Empfang ist. Genau, und gegebenenfalls auch so lange gehen, bis Empfang ist. Jetzt steht ja, wenn eigentlich kein Empfang ist, auf meinem Smartphone dann immer nur Notrufe möglich. Aber das zählt dann gar nicht. Ich muss dann trotzdem Empfang suchen gehen. Ja genau, also die 112 ist eigentlich eine internationale Notrufnummer und das ist dann eine Verstärkung des Signals. Also das sucht sich die nähegelegenste Leitstelle und wählt sich bei Bedarf auch in ein anderes Netz ein. Hier zum Beispiel oft nach Österreich. Ich zeige euch jetzt mal, wie ihr im Ernstfall reagieren müsst, wenn euch was passiert. Dazu startet ihr die Tour am besten mit einem vollgeladenen Handy-Akku. Tragt das dann eng am Körper, damit der Akku nicht auskühlt und sich entlädt. Und dann könnt ihr die 112 wählen, damit die Bergwacht kommt. Wie gebe ich dann am besten meinen Standort an? Weil meistens ist ja so die Aussage wahrscheinlich, okay, ich bin gerade hier auf dem Weg zu Gipfel XX unterwegs. Da liegt aber ja eine ganz schön lange Strecke dazwischen. Ja, gut ist, wenn man weiß, wo man ist. Also wenn man sich merkt, wo bin ich abgebogen, markante Punkte, Hütten, eventuell die Nummer des Wanderwegs, die Nummer des Weges, den Namen des Weges und zu welchem Gipfel bin ich unterwegs oder von welchem Gipfel steige ich ab. Also man soll immer wissen, an welcher Stelle stehe ich gerade. Damit hat dann der Verunglückte schon den Notruf abgesetzt. Es ist hoffentlich Rettung unterwegs. Jetzt ist aber ja hoffentlich vielleicht noch eine zweite Person dabei, vielleicht sogar eine zweite, eine dritte, eine vierte Person. Was machen diese anderen Personen dann? Bleiben die bei dem Verunglückten oder was tun die? Genau, also du sprichst jetzt gerade einen Einsatz an, wo ich eine Gruppe habe. Ich denke, du gehst jetzt mal von einem Verunglückten aus und ich habe eine Gruppe rundherum, mit dem der Verunglückte unterwegs war. Dann ist das ziemlich gut, weil dann haben wir ziemlich viele Ressourcen zur Verfügung. Da könnte man dann zum Beispiel einen Absatz absetzen für den Notruf. Der kümmert sich um den Notruf. Der geht gegebenenfalls auch weitere Strecken, bis er Empfang hat, bis er das absetzen kann. Ist vielleicht auch der, der sich mit dem Weg befasst hat, der genau weiß, wo das ist. Dann gibt es eine Person, die sollte dann bei dem Verunglückten bleiben, denjenigen beruhigen, Erste-Hilfemaßnahmen einleiten. Und Anna und Axel zeigen euch jetzt, wie ihr einen Verunglückten warm halten könnt, während man auf die Bergrettung wartet. Genau, das erste heutigen Seiten ist, ich darf dir die überreichen und bitten, die anzuziehen. Selbstverständlich.
Und dann fangen wir an. Das zweite wäre dann das Anlegen der Rettungsdecke. Dazu müssten wir einmal unter die Hauptjacke die erste Schicht gehen. Wenn wir da mal reingehen dürfen. So. Wir falten die Rettungsdecke einmal einfach nur in der ersten Phase auf. Genau. Und gehen dann hinter deinem Rücken einmal an der Jacke hoch. Das würde dann über den Kopf gehen. Schön weit hochziehen. So, jetzt packen wir dich hier schön ein. Genau, und dann, das ist die sogenannte Wickelmethode. Da geht es dann einmal, wenn ich mal darf, unter den Füßen durch und würden dich dann bis zum Bauch hier schön einpacken. Das ist eigentlich der ganze Oberkörper. Genau, eigentlich würde ich das jetzt hier nochmal runterstecken und vielleicht in die Hose rein, dass das eben hält. Ja. Genau, und dann kann man die Jacke schließen. Das sind die Haare. Oh. Ja, genau, das wäre ganz zu, weil kalt ist kalt. So, genau. Und die Marlene kann durch die Decke jetzt auch durchschauen, wenn es stark schneit oder sehr, sehr sonnig ist und sie ihre Brille verloren hat. Kann man die Decke auch vor die Augen ziehen, sie sieht da auch noch alles. So, nachdem wir die Marlene jetzt in die Rettungsdecke eingepackt haben, schauen wir uns noch weitere Maßnahmen zum Wärmeerhalt an. Zum einen mal ziehen wir hier die Daunenjacke an, die sie ja in ihrem Rucksack dabei hatte. Die kommt noch da oben rüber und die Marlene will gar nicht mehr reingehen hinterher nach Hause, weil es so schön warm wird. Zum anderen räumen wir gerade den Rucksack aus, sodass sich die Marlene dann auf den Rucksack draufsetzen kann. Vom Boden her kommt immer sehr viel Kälte, das unterschätzt man leicht. Deswegen immer darauf achten, wo ich mich draufsetzen kann. Auf einen Rucksack, auf eine Jacke, auf meine Handschuhe, auf ein Seil, wenn ich eins dabei habe, wie auch immer. Dann noch dicke Handschuhe drüber. Und jetzt hat die Marlene eigentlich alles an, was sie dabei hat und kann so die Zeit überbrücken, ohne zu stark auszukühlen. So, jetzt haben wir die Marlene eingepackt mit allem, was man normalerweise dabei hat. Die sollte soweit ein bisschen warm sein. Wenn ihr noch einen Biwaksack dabei habt, auch den nutzen, vor allem wenn es extremere Bedingungen hat. Und ganz wichtig, bei der Marlene bleiben, auf sie aufpassen, so lange bis die Bergwacht da ist. Und dann gibt es ja im freien Gelände auch die Möglichkeit, dass ein Lawinenabgang den Unfall verursacht hat. Wie sollte die Gruppe da vorgehen? Ja, Lawinenabgang, Lawinenverschüttung, das ist sehr tragisch. Da sollte es schnell gehen. Einer, wenn das eine Gruppe ist, setzt sofort den Notruf ab und andere kümmern sich gleich um die Kameradenbergung. Dazu ist es wichtig, diese Notfallausrüstung, die LVS, das heißt die lawinenverschütteten Ausrüstung, gut zu beherrschen und auch wenn wir die nicht zur Hand haben, sich trotzdem auf die Suche machen, vielleicht steht was aus der Lawine raus, ein Rucksack, ein Ski, ein Stock, da kann man daran ziehen und mit viel Glück hängt da vielleicht der Verunglückte dran. Besteht eigentlich die Gefahr, dass Nachlawinen möglich sind? Und wenn ja, wie verhält sich die Gruppe dann? Retten die dann trotzdem den Verschütteten oder kümmern die sich erst um ihre eigene Sicherheit? Also die Gefahr von Nachlawinen, abhängig von der Lawinengefahrenstufe, besteht natürlich. Das ist richtig. Da muss man dann selbst auf die Sicherheit achten. Das gilt übrigens für alle Unfallstellen. Immer Eigenschutz beachten, in welchem Gefahrenbereich bewege ich mich, taktisch denken, bin ich da für mich in einem roten Bereich, in einem gelben Bereich oder grünen Bereich. Rot heißt Gefahrenstufe sehr gefährlich, da schnell raus, wenn möglich. Gelb ist so semi-mittelgefährlich und grün ist diese Stufe, wo wir drin bleiben können, arbeiten und auch mit den weiteren Erste-Hilfe-Maßnahmen gut in aller Ruhe dann weitermachen können. Und in der Lawinensituation ist allerdings die Kameradenrettung das Lebensrettende, weil innerhalb der ersten 15 Minuten die Überlebenschancen noch relativ groß sind und nach 15 Minuten Verschüttungsdauer in der Lawine die Überlebenschance rapide sinkt. Und wenn wir jetzt auf die Unfallstellen allgemein nochmal gehen, dann muss man ja irgendwie auf die Unfallstelle aufmerksam machen. Wie tut man das? Anna, jetzt sind wir ja hier zum Beispiel an einer unübersichtlichen Stelle. Hier ist ja eine Kurve. Wenn jetzt hier ein Unfall passieren würde, wie sichert man den dann am besten ab? Genau. Im Falle eines Skigebiets würden wir uns die Skier zur Hilfe nehmen und ein Skikreuz in den Boden hineinstecken. Das signalisiert,
wie auf der Straße: Achtung, hier ist ein Unfall, bitte langsam fahren. Und vielleicht zusätzlich auf der Piste, schadet nicht, immer noch herumstehende Leute mobilisieren, dass sie sich noch dazustellen, ebenfalls zum Absperren und darauf hinweisen, dass hier ein Unfall passiert ist. Und jetzt habt ihr aber im Fall der Fälle wahrscheinlich nicht immer Ski dabei, weil ihr seid ja auch wandernd oder auf einer Rodelbahn unterwegs. Wie macht man das dann? Auf der Rodelbahn auf alle Fälle ist davon auszugehen, dass man vielleicht nicht alleine ist. Wenn jemand da, ob bekannt oder nicht, mobilisiert einen, stellt einen hin und sagt, bitte sperr ab. Der soll dann mit den Armen eine Absperrbewegung machen. Vielleicht auch durch Rufen, Vorsicht, langsam und darauf aufmerksam machen, dass da was passiert ist. Beim Rodeln ist es mir aber eh immer wichtig, dass ich einen Helm auf habe, weil da geht es ja schon ganz schön rasant bergab und da fühle ich mich einfach ein bisschen wohler. Und wenn ich es jetzt den Rettungskräften noch erleichtern möchte, da hinzukommen, wie macht man auf seinen Unfallort dann wirklich aufmerksam? Das ist ein ganz wichtiges Thema. Also gut ist, wenn man sich kenntlich zeigt. Das heißt, dort stehen, ins Handy schauen und ganz entspannt dastehen, das ist für uns, zeigt es nicht, da werden wir gebraucht. Eventuell winken, eventuell sich eben schon an die Einfahrt hinstellen, winken, auf das Einsatzfahrzeug warten und auch da sich kenntlich zeigen und vielleicht mit ersten Informationen bereitstehen, vielleicht auch noch ein bisschen Antwort, ja, ihr müsst jetzt dort und dorthin fahren. Wenn mehrere Abzweigungen und wir mehrere Gruppenmitglieder haben, dann macht es dort auch wieder Sinn, an der nächsten Abzweigung wieder jemanden hinzustellen. Das vereinfacht es ungemein, dass da eine Kette gebildet wird. So Wegepunkte abzufahren dann. Und angenommen, es kommt Rettung aus der Luft. Wie zeige ich dem Helikopter an, wo er landen soll? Bei einer Rettung durch einen Hubschrauber gibt es ein internationales Zeichen. Das ist das Yes-Zeichen. Dazu würde man einmal mit den Armen hoch erhoben ein Y formen. Und wenn man die Rettung nicht braucht, den Hubschrauber, dann bitte nicht winken und wild umherrennen, sondern dann das internationale Zeichen für No. Das wäre dann einmal so. Dann wäre das klar erkennbar, was man möchte. Das sind also Zeichen, die man auch auf jeden Fall können muss, wenn man unterwegs ist. Ja, einfache Zeichen. Oft auch schon gesehen, manche Rucksackhersteller drucken diese einfachen Zeichen in die Innentasche am Rucksack. Dann kann man das vielleicht aufschlagen und da sind so einzelne Mindmaps sogar in der Ausrüstung enthalten. Jetzt kann ich also das Yes-Zeichen. Ich habe den Helikopter auf mich aufmerksam gemacht. Wie bereite ich aber den Landeplatz vor, dass der Helikopter da auch runterkommen kann? Wenn wir in einer Gruppe sind, ist das ideal. Dann könnte zum Beispiel einer sich im Bereich dieses Unfallortes auf den Weg machen und eine Fläche von 25 mal 25 Meter circa finden, die hindernisfrei ist. Und innerhalb dieser Fläche sollte es dann wieder eine Fläche von circa 4 mal 4 Meter geben, die ebener ist, ohne große Steine, wo der Hubschrauber dann aufsetzen kann. Wenn der Hubschrauber dann auf Anflug ist, ist es wichtig, nicht wegzurennen mit seinem Yes-Zeichen, was ich dann forme. Ich stehe dann da, der Hubschrauber kommt auf mich zu und wichtig hierbei ist, beachten, es hat starke Gegenwinde, ich muss vielleicht in die Knie gehen und dann nicht wegrennen, wenn der Wind stärker wird, sondern ganz unbedingt dort bleiben. Man ist dann der Referenzpunkt für den Piloten. Und da ist es im Vorhinein vielleicht auch ganz gut, gerade im Winter, dass es nicht so viele Aufwirbelungen gibt vom Schnee durch den Hubschrauber, dass man diesen Landeplatz im Vorhinein ein bisschen fest trampelt mit den Schuhen und den Schnee dort einebnet. Danke, Anna. Es war super interessant und ich habe auch einiges lernen können. Und ich hoffe, ihr wisst jetzt auch, wie ihr euch verhalten müsst, wenn ihr mal in so eine Situation kommt. Und ihr konntet wahrscheinlich auch einen sehr guten Einblick darüber kriegen, wie der Alltag eines bayerischen Bergwachtmitglieds so abläuft.